Fried Onion nach dem Intro. Heute wird frittiert, heute wird was Geiles frittiert und es wird heute eine verdammt schnelle Nummer. Ihr werdet es gleich sehen, das ist so einfach. Das kann, was schüttelst du im Kopf? Ja, eine schnelle Nummer. Okay. Bei uns gibt es immer schnelle Nummern. Ja, das stimmt, weil das können wir. Wir sind Männer, wir können schnelle Nummern. Wir machen frittierte Zwiebeln. Ihr habt richtig gehört, frittierte Zwiebeln. Es gibt fast nichts Geileres wie frittierte Zwiebeln, weil die Dinger, die snackst du einfach weg. Wenn nichts. Die snackst du einfach weg. Geil, ja? Du kleiner Snacker. Snick-Snacker. Mit der heimlich Snacker. Und jetzt haben wir hier die Zutaten. Hauptdarsteller ist eine große Metzgerzwiebel. Nehmt bitte eine große Metzgerzwiebel, weil mit den kleinen tut ihr euch keine Freude. Das werdet ihr gleich sehen. Dann haben wir hier richtig viel Butterschmalz. Könnt ihr Öl nehmen. Wir haben aber Butterschmalz. Und ich finde halt Butterschmalz, der Geschmack schon sehr geil. Dann haben wir hier Tempura-Teigmischung. Dann Salz, Pfeffer und Salz. Hier ein bisschen ganz normales Weizenmehl brauchen wir. Hier ist Wasser drin. Die genauen Mengen stehen unten. Könnt ihr auf MG Barbecue nachlesen. Dann macht der Gordon immer ein schönes Rezept für euch. Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, wäre es geil. Du kommentierst jetzt drunter, wie du die Idee findest. Und lass schon mal einen Daumen da. Oder lass jetzt erstmal einen Daumen da und später kommentierst. Und wir brauchen noch ein bisschen Semmelbrösel. Gordon steht da wie ein Brett. Ist ein Stecker im Arsch oder so. Nein? Nee. Okay. Und ganz wichtig ist ein Schneebesen. Metallschüsseln. Also viele kennen mich jetzt ja und sagen, Freundchen, du willst jetzt damit im Schneebesen eine Metallschüssel? Ja. Es hat der Gordon mich auch nicht gefragt, wenn er gesagt, so auf die Art, du tust ja nur so. Nee. Diese Metallschüsseln, die sind glatt. Und die Dosen oder so wie das hier ist rau. Das ist ekelhaft. In Dutch Oven mit Metall, ekelhaft. Hier die Schiefernplatte mit Messer ist ekelhaft, weil die sind rau. Die sind glatt. Da geht es eigentlich. Also alles ganz cool. Also aber jetzt fangen wir erstmal an. Als allererstes fangen wir an, unsere Zwiebel zu machen. Viele wissen, Zwiebel schneiden kann ich gar nichts. Aber eins, was ich kann, ist Fried Onion Zwiebel schneiden. Und das zeige ich euch jetzt. Das geht nämlich... Oh. Okay, der Plan war ein anderer. Und jetzt schneiden wir Zwiebeln. Jetzt schneiden wir aber nicht dünne, sondern relativ dicke. Was heißt relativ eigentlich so? Von der Stärke. Und passen auf, dass wir unten nicht schmal werden. Warum? Gordon hat mich vorher angemeckert, weil da hinten ist schon eine. Die habe ich schon mal geschnitten. Dass sie einfach gleichmäßig dann auch durchgefried sind. Heißt es so auf Englisch? Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Jetzt nimmt das ja nicht mal und stoßt die einfach raus. Und dann macht er einfach so Dinger raus. Die könnt ihr einfach so raus. Zack, zack, zack. Das kleine Zeug, das könnt ihr nachher nehmen. Hoppa, da ist der Rand angeschnitten. Und das stoßt ihr einfach so raus, so viel ihr wollt. Bevor wir jetzt irgendwas machen, hier ist die Pfanne. Und da kommt jetzt das komplette Ding. Das sind 300 Gramm. Aber wir haben schon ein bisschen was rausgenommen vom Butterschmalz. Einfach in diese Pfanne rein. Und da kommt's. Jetzt kommt's. Jawohl. Oh. Obwohl, wir Männer machen ja bloß... Und jetzt fangen wir an mit unserer Tempura-Teigmischung. Da brauchen wir unser Wasser. Wie gesagt, die genauen Mengenangaben schreibt euch der Gordon auf die Homepage. Da muss man wieder schneiden. Vorbereitung ist bei uns alles. Dann kommt die ganze Mischung in das Wasser und wird einfach durchgerührt. Guckt, und wenn, also bei so einer Tempura-Mischung könnt ihr nichts falsch machen. Hinten steht alles drauf und dann ist das schön. Guckt euch das an. So muss das sein. Da packen wir aber schon Salz und Pfeffer mit rein. Aufpassen, salziges Salz. Nochmal rühren. Dann kommen die erstmal kurz ein Mehl rein, kurz gewendet. Dann nehmen wir die, schmeißen die da rein. Und so machen wir das. Einfach kurz bemehlen und in den Tempura-Teig. Und dann ab in die Semmelbrösel. Tempura-Teig, bis sie abtropfen lassen. Und Semmelbrösel. Und das schön einmal durchziehen. Jetzt kommen nämlich unsere Zwiebeln rein. Die werden jetzt frittiert. Guckt euch das an. Oh, die nehmen wir in meine Hand. Geil. So viel passen gar nicht rein. Das sind immer drei Stück. Und so lassen wir das jetzt frittieren. Und dann werden die richtig, richtig geil. Wenn die goldbraun sind, glaubt mir, dann holen wir sie runter. Und dann. Und jetzt guckt euch die an. So müssen die ausschauen.
Ihr nennt natürlich, bevor jetzt wieder Kommentare kommen, apropos Kommentare, kommentieren und Daumen. Egal in welche Richtung, Daumen nach oben wäre natürlich cooler und ein Kommentar wäre richtig nice, aber so. Ihr nehmt natürlich eine größere Pfanne. Wir haben jetzt halt die kleine und wollten das jetzt einfach so für euch zeigen. Guckt euch das an. So müssen die ausschauen. Goldbraun. Und nächste Ladung. Wenn die dann fertig sind, weil da können wir sie nicht reinbeißen, die lassen wir jetzt auskühlen, dann machen wir noch geile Bilder für euch und dann wird probiert. Jetzt reinbeißen, weil manche sind leider schon kalt. Wir mussten ein paar machen. Ja, wir wollten dauert halt ein bisschen. Und die schmecken einfach so geil. Also, guten. Naja. Boah, sind die knusprig. Finde ich geil. Du hörst nichts. Nö. Ha? Also, die musst du. Du kostest jetzt nicht. Wir essen jetzt gleich zusammen nochmal, wenn das Outro fertig ist. Also, die musst du auf jeden Fall nachmachen. Richtig geil, richtig lecker. Gehen ratzifatzi und. Die sind definitiv schneller weg, wie du die nachmachen kannst. Danke. So sieht sie mir aus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns gerne ein Abo, falls du das noch nicht gemacht hast, einen geilen Kommentar und die Glocke nicht vergessen, weil nur so erfährst du, drei Videos pro Woche kommen, und zwar am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag. So sieht's aus. 18, 18 und 11. Sehr gut auswendig gelernt, Emanuel. Markus. Aha, okay. Also, schalt das nächste Mal wieder ein. Und zwar, wenn es wieder heißt MG Barbecue. Oh, sind die lecker. Ah ja. Oh.